Moin Moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch willkommen zu Dragon Ball Multiverse Kapitel 20. Falls ihr die vorherigen Dragon Ball Multiverse Kapitel verpasst habt, findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung. Bedenkt, dass auch wenn die Reihe im ersten Augenblick euch an Dragon Ball Super erinnern könnte, so hat diese Reihe weit vor Super angefangen und viele Sachen, die ihr kennt, hier natürlich nicht reinpassen. Sämtliche Rechte des Bildmaterials liegen selbstverständlich bei den Herstellern von Dragon Ball Multiverse und ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu ihrer offiziellen Seite, wo ihr auch all ihre Werke bestaunen könnt. Wir befinden uns wieder in einem Spezialkapitel und heute schauen wir uns das Universum 3 genauer an. Es ist das Jahr 737 und wir sind auf dem Planeten Vegeta. Raditz wird als kleines Kind von einigen anderen jungen Saiyajins verärgert. Sie ziehen damit auf, dass er die Schande der Elite ist und obwohl sein Vater Bardock als ein starker Kämpfer gilt, ist er ein echter Schwächling. Raditz lässt sich das nicht gefallen und sagt ihnen, sie sollen leise sein, denn er ist kein Schwächling. Doch als Antwort bekommt er nur, dass er so schwach ist, dass es überhaupt kein Saiyajin sein kann. Seine Mutter muss von einem anderen Planeten kommen, wahrscheinlich ein Abschaum, dessen Bevölkerung ausgerottet worden ist. Und Raditz verteidigt sich weiter und sagt, dass auch seine Mutter eine Saiyajin-Elite-Kriegerin ist, was die anderen Saiyajins noch weiter aufstachelt, ihn zu ärgern. Ihm ist bewusst, dass sowohl seine Mutter wie auch Bardock mit zu der Elite gehören. Daher kann Bardock überhaupt nicht Raditz Vater sein. Er ist sehr wahrscheinlich auf irgendeinem Abschaumplaneten gefunden worden und seine Eltern waren bestimmt Insekten oder irgendwas in der Art. Da verliert Raditz die Fassung und greift einen der Saiyajin-Kinder an, während er schreit, dass er kein Insekt ist. Doch sein Angriff hat keine Wirkung und der andere Saiyajin kann ihn leicht kontern und mit dem Ellbogen im Gesicht treffen. Dieser hält Raditz auf den Rücken am Boden dann gedrückt, während er ihm den Arm dreht und die anderen zwei Saiyajin-Kinder ihn anfeuern. Doch Raditz sieht seine Gelegenheit, als der Affenschwanz des Jungen vor seinem Gesicht erscheint und beißt ohne zu zögern direkt rein. Der Saiyajin-Junge verliert daraufhin seine Kraft und fällt von Raditz und schreit, er soll loslassen, während Raditz nur erwidert, dass er ihn umbringen wird. Die anderen Kinder feuern beide weiterhin an, während ein erwachsener Saiyajin, der eigentlich auf sie aufpassen sollte, in der Ecke eine Zeitschrift liest und ihnen sagt, sie sollen niemanden während der Pause umbringen. Später am Tag ist Raditz wieder zu Hause und rennt auf seinen Vater Bardock zu. Er ist voller Stolz, den anderen Saiyajin-Jungen namens Braska besiegt zu haben und sagt zu seinem Vater, dass er Kleinholz aus ihm gemacht hat, während er grinst und man merkt, dass Raditz einen Zahn verloren hat. Bardock ist recht unbeeindruckt und sagt, dass es gut ist, aber nun muss er los. Raditz Bruder ist geboren worden und er möchte nun nach ihm sehen. Raditz will seinen Vater dabei begleiten. Die Szene wechselt zu Freezers Raumschiff im Weltall. Freezer hat nun genug von den Saiyajins und möchte ihnen ein Ende bereiten. Er mag, dass sie so starke Krieger sind, doch es ist ihm ein Dorn im Auge, dass sie einfach nicht wissen, wie man Befehle folgt. Zabon, der genau wie Dodoria mit Freezer im Raum ist, erwähnt, dass in 10 Tagen fast alle Saiyajins auf ihrem Heimatplaneten Vegeta anwesend sein werden. Dies könnte die perfekte Gelegenheit sein, um sich um sie zu kümmern. Eine Information, die Freezer als höchst interessant empfindet. Er wendet sich zu Zabon und Dodoria und möchte wissen, wer nicht auf dem Planeten sein wird und hätte gern auch eine Liste der besten Saiyajins. Zabon hat die Informationen sofort parat. Bardock und sein Team werden auf dem Planeten Kanassa sein, Prinz Vegeta und sein Mentor Nappa auf dem Planeten Freezer 68 zum Training und Harik und sein Team sind aktuell noch auf dem Planeten Steak. Dodoria führt weiter aus, dass König Vegeta und seine zwei Leute mit zu den besten Kämpfern gehören, gemeinsam mit Nappa, Bardock und Hanasia. Gerade Bardock und Hanasia haben ein sehr hohes Potenzial und gehören mit zur Elite mit einer Kampfkraft von etwa 20.000. Auch Prinz Vegeta hat ein sehr großes Potenzial. Freezer kennt Prinz Vegeta und mag ihn zu einem gewissen Grad sogar und so gibt er seine Befehle. Hariks Einheit soll den Befehl erhalten, so schnell wie möglich wieder zu dem Planeten Vegeta zurückzukehren. Eine andere Freezer-Armee soll ihren Job beenden und sie sollen als Grund erhalten, dass sie zu langsam sind. Er fragt daraufhin, ob Bardock eine Frau in seiner Einheit hat, was von Zabon mit Ja beantwortet wird. Das findet Freezer nicht gut, da er die gesamte Saiyajin-Spezies ausrotten möchte. Zabon fragt, ob er Bardocks Mission canceln soll oder lieber um ein paar Wochen verschieben, doch Freezer ist dagegen. Es wäre zu auffällig, alle Saiyajins auf ihren Heimatplaneten festzuhalten und würde Verdacht erregen. Er findet, sie sollen eher in Ausübung ihrer Pflicht getötet werden. Dodoria fasst daher zusammen, dass lediglich der Prinz Vegeta und sein Mentor Nappa dann wohl am Leben bleiben.
Zabon fragt daraufhin, was sie mit den Saiyajin-Kindern machen wollen. Ohne die erwachsenen Saiyajin könnten sie diese dann dahin trainieren, zu dem, was sie wollen. Gerade Bardock und Hanasia haben zwei Kinder, die vielversprechend sein könnten, und sie könnten wie der Prinz ausgebürgert werden. Sie selbst planen dann einen geheimen Trip zum Planeten Vegeta vor, aber offiziell soll bekannt gegeben werden, dass sie sich auf Freezer 16 befinden. Der Planet soll in einem kleinen Zwischenfall verwickelt werden, eventuell eine Kollision mit einem Meteor oder etwas in der Art. Wieder auf dem Planeten Vegeta sind wir bei Bardock, der seinen neugeborenen Sohn begutachtet in der Krippe. Raditz spricht zu Kakarot und sagt, dass er sein Bruder Raditz ist. Doch Bardock ist still und aktiviert nur seinen Scouter. Nachdem er die Kampfkraft seines Sohnes gelesen hat, ist er enttäuscht. Ein weiterer Schwächling und somit nur ein weiterer Fehlschlag. Da taucht eine Saiyajin-Frau hinter ihm auf und fragt, ob er das wirklich denkt. Es ist seine Frau Hanasia und sie sagt, dass es keine Scouter gab, als sie und Bardock geboren wurden. Vielleicht hat auch Bardock, genauso wie sein Sohn Kakarot, eine Kampfkraft von 1 gehabt als Kind. Denn Zahlen bedeuten überhaupt nichts. Bardock ist aber recht unbeeindruckt von der Ausführung seiner Frau. Hanasia liest die Kampfkraft von allen Babys und sagt zu ihrem Mann, er soll doch schauen. 3, 5, 7 und 1 mit 15. Glaubt Bardock wirklich, einer davon wird mal zur Elite gehören? Das glaubt sie nicht. Und als sie weiterschaut, sieht sie ein Baby mit einer Kampfkraft von 10.000 und ist erschüttert. Doch Bardock nimmt sie nicht ernst und will den Raum verlassen. Genau da kommt einer von Freezers Botschaftern und bittet sie beide darum, ihm zu folgen. Lord Freezer hat neue Instruktionen für ihre beiden Söhne. Auch wenn beide keine große Kampfkraftlevel aufweisen, möchte Lord Freezer ihnen eine Chance geben und sie auf eine Mission schicken. Raditz bekommt da nicht viel von mit, da er immer noch mit seinem Bruder redet. Er soll zum Training geschickt werden und Kakarot auf einem schwachen Planeten, den er alleine angreifen soll. Es handelt sich dabei um einen kleinen Planeten mit vielen Vollmonden im Jahr und mit nur einem Zehntel der Gravitation von dem Planeten Vegeta. Die durchschnittliche Kampfkraft des Planeten liegt bei 3,23 und somit hat Kakarot alle Chancen, die Mission erfolgreich abzuschließen. Seine Mutter freut sich und sagt, dass es kein Grund zur Sorge besteht um das Baby. Er wird den Planeten in einen verlassenen Felsen verwandeln und fragt nach der höchsten Kampfkraft auf diesem Planeten. Es gibt einige wenige Kämpfer mit einer Kampfkraft zwischen 150 und 200, aber das sind maximal 3 bis 4 Wesen. Die sogenannte Elite liegt dort zwischen 30 und 40. Hanasia ist sich sicher, dass es ein einfacher Job für Kakarot wird, da er nicht direkt am ersten Tag auf einem der stärksten Wesen auf dem Planeten treffen wird, was Bardock ziemlich egal ist. Wir erfahren aber, dass Großvater Gohan tatsächlich mit zu den Stärksten gehört und wie wir wissen, war es die erste Person, die Goku auf der Erde getroffen hat und auch dafür gesorgt hat, dass alles anders gekommen ist, wie geplant durch die Saiyajins. Freezers Botschafter sagt dann, dass es auch für Raditz übermorgen losgehen wird und Kakarot in 10 Tagen aufbrechen wird. Hanasia möchte ihren Sohn daher zum Killer trainieren, er wird bereit sein, wenn es soweit ist. Bardock wendet sich aber ab und sagt, sie soll ruhig mit dem Kind spielen. Seine Einheit wartet und er muss langsam los. Und so fliegt Bardocks Einheit los und er brieft sie während des Fluges. Sie greifen den Planeten Kanasa an und kommen voraussichtlich in einem Tag dort an. Die allgemeine Kampfkraft dort ist relativ hoch, aber in 2 Tagen ist auch Vollmond. Sie können 10 ihrer Hauptstädte in kurzer Zeit vernichten und sein Ziel ist es, die Mission in 4 Tagen abzuschließen, damit Freezers Elite als ein Haufen Verlierer dasteht. Er zählt auf sein Team, damit das alles auch so klappt. Fascher stellt fest, dass Bardock eine ganz schöne Herausforderung aufstellt und daher wohl einen schlechten Tag erwischt hat. Die anderen Mitglieder wissen, dass es sich wahrscheinlich um den neugeborenen Sohn von Bardock handelt. Und Borgus sagt, er hätte Raditz ruhig mitnehmen können, denn er hätte sich bestimmt gefreut. Doch Bardock ist das egal, er interessiert sich nicht für diese beschissenen Schwächlinge. Wir befinden uns dann direkt in dem Angriff von Bardocks Truppe auf dem Planeten Kanasa und sie sind bereit als Wehraffen aktiv und zerstören gerade eine Stadt. Am nächsten Morgen sitzen sie gemeinsam und Fascher ist glücklich über ihre massive Zerstörung und gibt ihnen selbst eine 11 von 10 als Bewertung. 11 der Städte haben sie bereits zerstört in nur einer Nacht und der Großteil der Bevölkerung des Planeten ist bereits tot. Bardock liegt entspannt am Boden und ist sich sicher, dass der schwierigste Teil bereits getan ist, doch da erkennt er etwas auf seinem Scouter. Ein Wesen mit großem Kampfkraftlevel, nur wenige Kilometer von ihnen entfernt.
Sein Team ist sich aber sicher, dass dort vorher nichts mehr war. Und nun ist aber eine Person dort, ein starker Kämpfer. Bardock grinst und sagt, sie sollen warten. Den holt er sich alleine. Als er losfliegt, fragt er sich noch, warum er ihn nicht früher entdeckt hat. Und Thora, der zurückbleibt, stellt fest, dass diese Person zwar nicht so stark wie Bardock ist, aber stärker als er selbst, was ihm überhaupt nicht gefällt. Doch er weiß auch, dass sein Chef erwachsen ist und es daher schon schaffen wird. Daraufhin landet Bardock auch bereits vor der gefundenen Person. Bardock sieht ihn und ist bereit für den Kampf. Doch dieses Wesen spricht zu ihm und sagt, dass er ihn nicht bekämpfen kann und Bardock ihn ruhig töten kann. Doch vorher soll er ihm zuhören, denn das Überleben seiner Spezies hängt davon ab. Doch Bardock ist das egal und er hebt seine Hand, bereit ihn mit einer Ki-Attacke zu töten und sagt nur, stirb. Und hier ist der Unterschied zu den anderen Universen. In den meisten Universen, inklusive unserem Universum 18, hat Bardock das Wesen nicht aussprechen lassen und ihn getötet. Einige Tage später kam dann Dodoria, tötete seine Einheit und Bardock selbst ist dann im Kampf gegen Freezer gemeinsam mit dem Planeten Vegeta vernichtet worden. Doch im Universum 3 hat Bardock sich dazu entschieden, das Wesen aussprechen zu lassen. Einfach nur, um sicher zu gehen und es zu wissen. Und so spricht das Wesen und sagt, dass es die Zukunft der Saiyajins gesehen hat und es ist genauso dunkel wie die seiner Spezies. Alle Saiyajins werden sterben und ihr Heimatplanet wird zerstört werden. Sie werden vernichtet werden von einem kleinen violetten Dämon mit spitzen Hörnern, da dieser beschlossen hat, die Saiyajins auszulöschen. Er hat gesehen, wie dieser Dämon den König tötet, ein Saiyajin mit Bart und spitzem Haar. Bardock ist erstaunt und verwirrt, dass dieses Wesen Freezer und König Vegeta beschreiben kann, da er sie unmöglich kennen kann. Woher hat er diese Informationen also? Und das Wesen erklärt ihm, dass er einige wenige Fähigkeiten hat, auch wenn er kein Kämpfer ist, so kann er hell sehen. Er spricht weiter und sagt zu Bardock, dass er zeitig und intelligent agieren muss, wenn er das Saiyajin-Volk retten möchte. Das Wesen selbst hat vor einigen Wochen gesehen, dass sein Volk von den Saiyajins angegriffen werden würde, doch niemand hat ihm geglaubt. Und noch mehr, er ist sich sicher, dass wenn alle Saiyajins sich zusammentun würden, sie Freezer auch besiegen können. Bardock ist aber weiterhin stutzig und fragt ihn, warum er ihm das erzählt und ihm hilft. Und das Wesen erklärt ihm, dass Bardock lediglich der Überbringer des Todes ist, aber nicht der, der die Entscheidung getroffen hat, diesen Planeten anzugreifen. Daher will er Rache für die Vernichtung seines Volkes. Doch Bardock glaubt ihm immer noch nicht und sieht keinen Grund dazu. Das Wesen ist sich dessen bewusst und ihm ist auch klar, dass er Bardock nicht mit Worten überzeugen kann. Daher hat er nur eine Bitte an Bardock. Er soll ihn nicht aus der Distanz töten, sondern aus der Nähe und sein Herz mit seiner Faust durchbohren. Bardock erfüllt ihm diesen Wunsch, schlägt unbedacht zu und muss sich danach eingestehen, dass es deutlich ekliger war, wie erwartet. Doch das Wesen packt ihn ein letztes Mal an, bevor es stirbt, und übergibt Bardock seine Macht und Kraft. Bardock fühlt sich komisch und steht auf einmal zwischen seinem Team, welche darüber sprechen, wie sie weiter vorgehen sollen. Sie wollen nun die kleineren Städte angreifen und sollen immer in Zweierteams unterwegs sein, da es nun keinen Vollmond mehr gibt. Als sie sich zu Bardock wenden, ist er wieder am Ursprungsort mit der Leiche des merkwürdigen Wesens in seiner Hand und weiß nicht genau, was da passiert ist. Dann fliegt er wieder zu den anderen und wird von Thora begrüßt. Thora fragt, was los war und Bardock antwortet nur, dass es nichts Besonderes war und er seinen Gegner einfach getötet hat. Thora findet das gut und auch, dass Bardock wieder da ist, da sie gerade den Schlachtplan für die nächsten Schritte besprechen wollen. Und dann fängt es ihm an, genau das zu sagen, was Bardock vor einigen Minuten bereits gesehen hatte. Bardock erkennt, was passiert und ist erst einmal verwirrt, da er nicht genau weiß, was los ist. Doch dann erkennt er, dass dieses Wesen nicht gelogen hat und wirklich besondere Fähigkeiten hatte. Er wendet sich zu Towa und fragt, wann Freezers nächster Besuch angekündigt wurde. Towa antwortet aber nur, dass keiner angekündigt worden ist und es sich daher um 1 bis 2 Jahre handeln kann. Doch genau da hat Bardock wieder eine Vision. In dieser sieht der König Vegeta und wie er sich wundert, dass Freezer vorbeikommt, ohne Bescheid zu sagen. Er möchte mit Freezer sprechen, da sie nicht seine Sklaven sind und er will auch wissen, wo sein Sohn ist und wie es ihm geht. Die Vision geht weiter und König Vegeta tritt gerade in Freezers Raumschiff ein und fragt, was sein plötzliches Antreffen in Saiyajin-Territorium zu bedeuten hat, besonders mit seiner Armada im Rücken. Freezer dreht sich aber nicht einmal zu Vegeta um und sagt nur, dass es sehr unhöflich sei und dass er bereits gehört hatte, wie unhöflich Vegeta ist.
Doch Vegeta ist außer sich. Er ist nicht der Unhöfliche, sondern Freezer, der unangekündigt auftaucht und nicht einmal die Blöße besitzt, sich zu seinen Gästen umzudrehen, wenn sie den Raum betreten. Gerade als er über den Stolz der Saiyajin sprechen möchte, wird er von einem Strahl aus Freezers Hand direkt getötet. Freezer sagt, dass König Vegeta nur seine Unhöflichkeit bestätigt hat. Und noch bevor der König den Boten trifft, kümmern sich Dodoria und Zabum um die restlichen Saiyajin auf dem Schiff. Freezer ist nun bereit, den Planeten Vegeta in einem gigantischen Feuerwerk zu verwandeln. Bardock ist wieder zu sich gekommen und weiß nun, dass Freezer bald zurück sein wird. Er befiehlt seinen Trupp, sich direkt auf den Rückweg zum Planeten Vegeta zu machen, was sie etwas verwundert. Doch Bardock hat keine Zeit, ihnen alles zu erklären und befiehlt es einfach. Es ist ein Notfall. Und so machen sie sich alle wieder auf den Rückweg. Wir sehen dann Dodoria, der zusammenfasst. Hariks Einheit wurde zurückgerufen und wird einige Tage vor Freezer und seiner Truppe auf Vegeta eintreffen. Raditz wird am folgenden Tag nach Freezer 68 verschickt und Bardock wundert ihn etwas. Seine Einheit hat gemeldet, dass sie mit dem Planeten Kanasa fertig sind, doch die Detektoren bestätigen, dass nur 80% der Bevölkerung ausgelöscht worden ist. Doch das ist kein Problem, denn Dodoria schickt sie nun zu dem Planeten Meat, wo sie dort von ihm getötet werden sollen. Die fehlenden 20% der Bevölkerung auf Kanasa sind die perfekte Entschuldigung für ihn, falls er entdeckt wird. Und danach wird der Freezer auf den Planeten Vegeta einholen und die Saiyajins sind alle erledigt. Damit endet das 20. Kapitel von Dragon Ball Multiverse und die Geschichte rund um das Universum 3 ist noch nicht vorbei. Was wird Bardock anders tun wie in unserem Universum und kann er tatsächlich die Auslöschung der Saiyajin aufhalten? Lasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen zu Dragon Ball Multiverse da und vergesst euch nicht, weitere Videos auf dem Kanal anzuschauen, um zu wissen, wie es weitergeht. Wenn ihr außerdem auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht, dann solltet ihr mich auch abonnieren, falls euch mein Content gefällt.